Ein herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar wieder zu Spellforce. Ich hoffe mal, das ist die letzte Schlacht, die wir haben. Wir werden hier erstmal rauszoomen. Wäre mal nicht schlecht, aber will irgendwie nicht. So, wir werden erstmal hier. Achso, erstmal brauchen wir natürlich eine Steinschmelze. Zack. So, hier schicken wir unsere Einheiten auf jeden Fall hin. Was haben wir hier noch in der Nähe? Jäger kann Silber. Kein Silber, kein Silber. Ist ja nicht schön. Jetzt haben wir noch hier ein paar Greifen. Die werden wir natürlich auch hinschicken. Ich spüre eine Lichtreise. Das ist Macht. Diese Frau ist gut. Du musst. Ja, du musst. Ich muss mal in eine Option rein. Und zwar mal eben aufs Audio. Und zwar ein bisschen hier. Die Sprache können wir ein bisschen hoch machen. Die Effektlautstärke ein bisschen runter. Denn ich sollte ein bisschen die Einstellung ändern. Anzahl Zoomstufen 8. Okay. Diese Frau bekommen, Kind. Los! War das immer so nah? Ich höre Uhr nicht mehr. Der Kampf ist vorbei. Ach, der lebt noch. Habt ihr denn keine Taktik gegen diese Unsichtbaren? Nein. Selbst der Orden kennt keinen Weg, sie sichtbar zu machen. Was ist nur aus eurer Weisheit geworden, ihr Menschen? Also gut, hört zu. Es gibt doch einen alten großen Wald im Westen von hier, oder? Grimrod, ja. Es ist ein seltsamer Ort. Es muss ein sehr alter Wald sein. Ich spüre viele Wächter dort. Aber sie schlafen. Gibt es dort einen Schrein, einen heiligen Ort? Ja, ein großer Baum in einem Steinrund. Das ist ein Hain der Alten. Ihr müsst dort ein Opfer bringen und die Wächter der Bäume erwecken. Nichts kann sich vor ihren alten Augen verbergen. Auch kein Schatten. Ihr müsst die Wächter mit Elendsruf aus dem Schlaf reißen. Opfert im Hain der Alten 1000 Blätter Lenya. Das sollte sie erwecken. Aber Lenya gibt es nur hoch im Norden, jenseits des Walds. Ich höre... Der Pakt ist auf uns vorbereitet. Die Grenze ist mit einer magischen Barriere. Hoch im Norden? Damit wird der Pakt nicht... Ich höre Uhr nicht mehr. Der Kampf ist vorbei. Bleib am Leben, Altvater. Gehen die mir auf den Keks hier. Ich werde mal volle Karaffe angreifen hier. Dann war das jetzt hier schon. Damage bekommen. Meine Güte, und meine ganzen Arbeiter zerstören. Was soll das? Frechheit hier. Schon wieder Überraschung. Oh Mann, ey. Was soll das denn hier? Lass sie einfach mal leben. Wäre mal total sinnvoll. Ich wüsste auch gern, wo die alle herkommen, aber ich glaube von allen Seiten. Oder hier ist so ein Fluss zwischen, da können die da eigentlich nicht herkommen. Die können anscheinend nur von oben kommen, sonst werden wir erstmal hier eine Festung aufbauen. Beziehungsweise ihr trennt euch mal eben auf, dass wir mal eben hier so einen Winkel machen, damit die beiden den schützen und der die beiden sozusagen und immer noch drauf pfeffern kann.
Denn so kann ich meine Einheit in der Mitte wieder reinstellen und die können dann wieder schön ausgebaut werden. Ja, ich habe keine Rohstoffe mehr, ist doch klar. Wenn die mir alles hier zerstören. Ja, ich habe keine Handwerker mehr. Super, ja. Ich will doch keinen Greif mit haben. So, nochmal ein Steinmetz. So, die bleiben da. Ich habe auch hier nichts in der Nähe, oder? Ach, die können doch von hinten, oder? Das weiß jetzt zu Recht keiner. Hier ist aber ein Fluss zwischen. Das heißt, die kommen noch nicht von hinten. Gut. Na, zu früh gefreut. Hier meine Helden aufbauen. Da kommen sie. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir irgendwie Rohstoffe bekommen. Mann, ey. Aber irgendwas passt mit der ganzen Einstellung, ne? Wer hatte denn noch Blitz? Blitz, göttlicher Blitz. Und göttlicher Blitz, was ist das denn noch so? Gewitter. Können wir mal ausweichen. Zuck. So, sind wir richtig. So ist das so schön. Zu wenig Einheit immer. Oh Mann, das ist doch nicht wahr. Jetzt können wir da. Boah. Was ist das denn für ein Kampf hier? Ist das wirklich der letzte Kampf hier? Dann scheint er mir tierisch auf den Keks zu gehen. So, ihr habt doch nichts zu tun, oder? Repariert mal eben den Turm. Ach, geh.